The Mission R is a vision of customer racing of the future. It's a pure all-electrical vehicle and is a highlight between design study and a pure motorsport racing car. You could race on a racetrack. Now let's have a look and get a little bit closer to the car. Let me start with the propulsion technology. We have two electrical engines in the car, one at the rear and one in the front. Altogether we have a power of 800 kilowatt. That means approximately 1,100 horsepower. That's very, very much for a race car. Next highlight of the car is the battery itself. It's positioned in the mid of the car. It's a new developed high-performance battery cell. It makes us possible to install a battery of approximately 80 to 85 kilowatts an hour. The next thing is we have a 900 volt technology in the car. It's possible to charge the car in approximately 50 minutes to 80%. Third highlight, the car body itself. The sustainability of racing is a main focus of this car, and that we make motorsport happen in future for sure. So the material of the whole car body is made of natural fiber composite. And if you have a detailed look how nice it's looking, I think nobody will miss carbon fiber instead of this natural fiber. But it's not only a car. The idea for the car was also to combine several things of esports and interaction with the fans. So it's possible to make a simulator with the same ergonomical features like you have in the car, that the race driver can first making esports in his environment he knows from the car, or otherwise, if you just come from esports, you can transform to the real racing car out of the simulator into the car and you have the same environment. That's an idea which is behind the car as well. Mein Name ist Peter Wager, ich leite das Exterior-Design bei Porsche und heute möchte ich unsere neue Mission R Konzeptfahrzeug zeigen. Ein Projekt ganz dicht an unserem Markenkern und ich kann schon sagen, das hat uns extrem viel Spaß gemacht. Ein Fahrzeug, wo wir haben alles an Bord. Also das ist ein Rennwagen für Porsche. Es ist ein GT-Fahrzeug und vor allem ist es ein elektrisches Auto, was für uns Design auch eine Herausforderung war. Und das Spannendste natürlich bei dem Projekt war, dass wir gemeinsam mit den Motorsportkollegen dieses Fahrzeug gestaltet haben und auch entwickelt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ich persönlich auch, also viele kleine Details, dadurch, dass die Kollegen die ganze Zeit dabei waren. Die ganze Aerodynamik, was dieses Fahrzeug hat, also die Durchströmung durch diese mittlere Lufteinlass hier, durch die Haube, dann haben wir eine Rathausentlüftung über dem Vorderrad, dann natürlich diese ganz klassische Entlüftung hier hinter dem Vorderrad und dadurch habe ich schon eine fantastische dreidimensionale Seite und dann gehe ich hier wieder rein, weil ich natürlich diese maximale Aerodynamik auch diesem Unterboden und diese Effizienz auch nutzen möchte und hinten beenden wir das Fahrzeug mit diesem riesen Flügel, was natürlich auch sehr funktional ist und sehr viel Abtrieb generieren kann. Ein schönes Element, eine sichtbare Käfig, das ist auch etwas ganz Neues. Normalerweise ist diese ganze Struktur versteckt in so einem Rennfahrzeug. Wir haben hier gesagt, damit wir noch niedriger werden können, haben wir das Ganze sichtbar gemacht und bündig mit diesen Glasscheiben sozusagen dargestellt. Es ist nicht nur funktional, sondern aus meiner Sicht von oben gesehen auch sehr, sehr ästhetisch. Zu so einem Rennfahrzeug gehört natürlich auch eine attraktive Lackierung. Jetzt in dem Fall haben wir wirklich überlegt, was machen wir? Man kann das in alle möglichen bunten Farben natürlich später vorstellen. In dem Fall haben wir auf unsere klassischen Farben zurückgegriffen. Das heißt, wir haben Weiß als Basisfarbe. Dann natürlich das Thema Schwarz, weil wir viele dunkle Elemente auch haben. Und das Thema Rot, was zu Porsche auch sehr gut passt. Sage ich immer wieder, ein Porsche von hinten muss natürlich am attraktivsten aussehen. Und wir haben ein sehr schönes Leuchtenband mit einem leuchtenden Schriftzug, was natürlich das Ganze nochmal dreidimensionaler macht. Und ich finde, durch die Proportionen und durch diese funktionale Diffusor, was dieses Auto noch ganz unten hat mit dem Riesenflügel. Also es ist wirklich sehr, sehr brachial und passt zu der Marke Porsche sehr gut.
Hallo, mein Name ist Markus Auerbach. Ich bin verantwortlich fürs Interior Design bei Porsche und freue mich natürlich, das Interior des Mission Air hier zu zeigen. Hier haben wir wirklich ein neues Race Interior gestaltet. Der Sitz hat die meisten Kontaktflächen zum menschlichen Körper. Den Platz wollten wir wirklich perfekt gestalten. Was cool ist an dem Sitz, ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Strick drauf, wo man Bereiche hat, die gekühlt werden sollen, ist der durchlässiger. Wo der Strick mechanische Beanspruchung hat, ist er dichter. Unter dem Strick hier ist eine 3D-Struktur. Diese hilft, eine passive Kühlung zu machen, sodass ich keinen Ventilator brauche. Man sieht hier das Lenkrad. Es ist ein gecurvtes OLED-Display in der Mitte des Lenkrads. Buttons und Hebel für den Fahrer, für Brake Control, Drive Control, Wiper, Radio. Auf der Lenksäule der Bildschirm zeigt die Kamera View von den beiden Außenkameras nach hinten für den Fahrer eine tolle Übersicht an dem Panel, Switch Panel. Das wird bedient von dem Fahrer, wenn er in der Box ist. Die Sicherungen werden bedient. Hier oben sieht man auch noch am Dach eine Lüftungsdüse und der Fahrer kann dann genau sozusagen auch seinen Helmausschnitt, wenn er offen fährt, den Helm ausrichten und hat natürlich auch sehr, sehr gute Kühlung. Wir haben auch noch hier oben sitzen, das ist eine Kamera, die auch für einen Livestream verwendet werden kann. Das heißt, ich kann spektakuläre Bilder erzeugen. Die Kamera wandert am Dach, kann verschiedene Perspektiven zeigen. Das Geschwisterchen sitzt vorne, das ist eine starre Kamera. Die liefert dann auch sozusagen die Streckenbilder dazu. Hier, um diese Interaktion mit den Fans nochmal besser zu machen, ist auch eine Live-Taste, wo man dann auch Kontakt aufnehmen kann direkt zu Fans. Und wenn man eine Pause hat, hier wird der Helm getrocknet und beheizt, dass er wieder für den nächsten Einsatz, sagen wir, angenehm trocken ist. Der Bodengruppe hier ist auch nochmal die ganze Steuerelektronik. Ich habe sofort Zugriff auf alle Steckverbindungen, auf die Technik. Was interessant ist, was toll ist, dass sich Nachhaltigkeit mit Performance nicht ausschließt. Wir haben hier, wenn man diese graue Struktur ansieht, das ist Naturfaser. Die ganzen Verkleidungsteile ist sehr leicht, wird auch jetzt schon im Rennsport bei Porsche eingesetzt. Und an der Tür sieht man eigentlich die Fläche auch ganz schön. Das alles ist Naturfaser. Ja, das war im Wesentlichen schon ein kurzer Flug durchs Interieur. Vielen Dank, uns hat Spaß gemacht. Ciao.